Herzlich willkommen. Heute zum Tod von Klaus Barkowski. Am 25. April 2023 sprang an der Großen Bergstraße ein Mann aus einem Hochhaus. Der Tote wurde als Klaus Barkowski identifiziert. Barkowski war als schöner Klaus bekannt. Nun ist der frühere Zuhälter im Alter von 69 Jahren gestorben. Barkowski besuchte nach eigenen Angaben als Jugendlicher die Seemannsschule in Hamburg-Finkenwerder und fuhr 2 Jahre zur See. Mit 20 Jahren arbeitete er in einer Bar auf der Reeperbahn, deren Geschäftsführer er nach ein paar Monaten wurde. In den 1970er Jahren stieg Barkowski im Hamburger Rotlichtmilieu zu einer Kiezgröße auf. Er war einer der Gründer und Anführer der Nutella-Bande, einer Gruppe von Zuhältern, insbesondere entlang der Herbertstraße und an der Reeperbahn. Die Süddeutsche Zeitung charakterisierte ihn später als einen der einflussreichsten Zuhälter der Reeperbahn in den 80er Jahren. Den Spitznamen Lamborghini Klaus bekam er aufgrund seiner Vorliebe für Luxuswagen dieser Marke. Angeblich soll er zu Beginn der 70er Jahre mit seinem ersten Auto, einer Corvette, von einem Porsche 911 überholt worden sein und daraufhin ein Auto gesucht haben, mit dem er nie wieder überholt werde. Nach seiner aktiven Zeit im Milieu hatte Barkowski mit Alkoholproblemen zu kämpfen. Bis zu seinem Tod lebte er in Hamburg-Altona, wo er bis zu seinem Ende als autodidaktischer Künstler, der hauptsächlich mit Pinseln, Schabern, Kämmen, Spachtel und den Händen arbeitete, aktiv war. Zuletzt diente die Geschichte Barkowskis und seiner Komplizen als Grundlage für die kürzlich angelaufene Amazon-Serie Luden, Könige der Reeperbahn. Falls euch der Kanal gefällt, würden wir uns über deine Unterstützung riesig freuen. Klickt einfach auf den Daumen nach oben und abonniert den Kanal. Dann erfahrt ihr sofort, wenn es einen neuen Nachruf gibt. Danke fürs Einschalten. Und nicht vergessen, immer positiv denken.